Hallo und willkommen zurück beim Supersonntag, dem Format ohne Konzept. Heute werfen wir einen Blick auf den 3D-Life-Simulator AI Shujo. Verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche. AI Shujo. Meine lieben Leute, dieses Video wurde finanziert mit eurer Hilfe über Patreon. Ich weiß nicht warum, aber AI Shujo ist eins von den Spielen, die einfach überall, egal auf welcher Plattform, mit Unterschied von 2-3 Euro immer das gleiche kostet und was irgendwie nie im Angebot ist. Und das ist außerdem eins von den Spielen, was wahrscheinlich 20 Jahre alt sein könnte und es würde immer noch nicht billiger werden. Genau wie Nintendo. Aber das sieht man öfter bei diesen Spielen aus Fernost, bei den ganzen Anime-Games, die werden oft für lange, lange Zeit nicht billiger und haben hohe Preise. AI Shujo schlägt mit einem Preis, jetzt aufgepasst, 60,22 € zu Buche. Jawohl, 60,22 €. Ich weiß nicht warum, ich habe das in Yen umgerechnet, macht auch keinen glatten Preis, ich weiß nicht, was das soll. Aber gut, 60,22 € kostet das Spiel auf Steam. Dadurch hat es ja alleine schon mal diese magische Grenze von 60 Euro überschritten. Diese 59,99 € oder 49,99 €. Also mit über 60 Euro hat es eine magische Grenze überschritten, wie ich finde. Obwohl es auch genug Spiele gibt, die in der Standardversion 69,99 € kosten. Aber egal, es ist ein hochpreisiges Spiel. Was ist denn das überhaupt für ein Spiel, fragt ihr? Ja, es ist ein 3D-Life-Simulator, ja. Ich habe es mir fast ein bisschen wie Sims vorgestellt, dass man einen Charakter erstellt und der hat eigene Bedürfnisse und man versucht, die zu erfüllen, indem man ihm so indirekt sagt, was er machen soll. Aber so ist es überhaupt nicht. Was mich an diesem Spiel am meisten fasziniert hat, ist der Charakter-Editor. Und weil ich gesehen habe, wie der Charakter-Editor funktioniert und was er für einen Umfang hat, alleine das war so einer der Gründe, okay, es ist ein Sandbox-Spiel, wo man stundenlang damit zubringt, seinen eigenen Charakter zu erstellen. Und das fand ich interessant. Wenn wir jetzt mal in die Charakter-Creation gehen. So, Female, Male. Machen wir jetzt hier mal Female Character Creation. Und dann zeige ich euch nur mal ganz grob, was man machen kann. Ich spiele in einer Auflösung jenseits von HD und trotzdem ist jedes einzelne Haar gerendert und es ist ein bisschen, ne? Hier. Egal. Tsubomi ist irgendwie der Standardname schlechthin. Der wird immer ausgewählt, wenn man einen Charakter erstellt. Mit der Steuerung muss man sich ein bisschen anfreunden. Ich komme inzwischen ganz gut zurecht. Ich kann die linke Maustaste halten, um sie zu drehen. Und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann bewege ich die Maus nach rechts und links, wie ihr seht, und zoome damit rein. Und kann sie nach oben und unten bewegen, ohne sie anzukippen. Es ist ein bisschen schräg. Es ist ein bisschen seltsam. Aber man kann, wenn man sich daran gewöhnt hat, relativ präzise und relativ schnell ausschließlich mit der Maus überall ranzoomen, wo man ranzoomen möchte. Und ich zoome jetzt absichtlich mal ins Gesicht. Aber ihr seht, eine Sache, die extrem hervorgehoben wurde von den Leuten, die das Spiel rezensiert haben, dass die Auflösung der Texturen des eigenen Charakters extrem hoch sind. Wir sehen jetzt hier, okay, an den Augenbrauen, da hört es langsam auf, aber die Augen, die einzelnen Haare, die wirklich gerendert werden, es ist extrem hochauflösend. Auch wenn wir an die Kleidung mal ranzoomen, so, wir nehmen uns jetzt hier mal eine Naht vor, guckt euch das an, wir können die Pose, glaube ich, auch locken, so, damit sie sich nicht bewegt. Guck mal, man sieht einzelne, ich meine, wie absurd ist das denn? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich meine, das ist auch kein Level of Detail. Wenn man nah rangeht, einen Monitor, dann sieht man auch jetzt schon hier die einzelnen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber man sieht die Struktur des Stoffes. Das ist krass.
kann man nicht anders sagen. Ich zoome hier die ganze Zeit in sie rein. Keine Panik. Selbst wenn wir jetzt sagen, in Underwear, dann ist das nicht dramatischer als so. Von daher, das ist zumindest die Version, wie das Spiel auf Steam verkauft wird. Soweit ich weiß, gibt es auf der Herstellerseite einen Patch, der diese lästige Unterwäsche entfernt und noch einige zusätzliche Aktionen zu dem Spiel hinzufügt und es mehr zu einem es von dem reinen Simulationsaspekt wegbewegt und sagt, pass auf, wir sind jetzt zu 70% ein Sex-Simulator. Kann man machen, muss man nicht. Meine eine Rezension, die ich gelesen habe, sagte auch, 60 € ist es nie im Leben wert. In der Steam-Version ist es 10 € wert. Wenn man den Patch vom Hersteller drauflädt, ist es 30 € wert. Also macht daraus, was ihr wollt. Ich habe es jetzt irgendwie 3-4 Stunden gespielt. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, aber eins nach dem anderen. Wir werden uns hier ein bisschen Zeit lassen, nicht wahr? So, wir können sie jetzt hier auch, wie gesagt, in ihrer Bewegung fixieren, damit sie nicht so hin und her schwingt und ihr verschiedene Posen geben, um zu gucken, wie es wirkt, wenn sie verschiedene Kleidung trägt. Ja, ne? Verschiedene Posen und mögen sie noch so seltsam sein. So, verschiedene Posen. Ja, das lassen wir mal. Gehen wir mal wieder auf 1 zurück. Das war am harmlosesten. Okay, jetzt regelt sie sich am Boden. Da, okay. Wir können auch die Augen einzeln triggern, bin ich der Meinung. Genau, sollen sie zu sein, ist ein Auge offen, soll sie gerade blinzeln oder sowas. Verschiedene Posen, um einen Gesichtsausdruck herzustellen. Falls wir gucken wollen, wie unser Charakter jetzt aussieht in einer bestimmten, auf eine bestimmte Art und Weise. So, wir sind hier gerade im Gesichtsmenü. Man muss hier selber zusehen, dass man ranzoomt und sieht, was man gerade verändert. Ihr kennt vielleicht die furchtbaren Bilder, wenn die Leute einen Sim von vorne designen und ihn dann erst am Ende von der Seite angucken und dann ist er total entstellt. Darauf muss man selber achten. Es gibt hier zwei Gesichtstypen. Es sind zwei verschiedene Gesichtstypen. Und hier haben wir Sample, die aber meiner Meinung nach, ach nein, die sind leicht angepasst. Bin ich der Meinung. Ja, das sind noch zwei weitere Samples, die man scheinbar speichern kann. Ich weiß es auch nicht. Dann haben wir hier eine Hautauswahl. So, das sind jetzt schon mal 10 verschiedene Hauttöne, allerdings nur fürs Gesicht. So, wir werden jetzt hier kein Charakterdesign, das dauert ewig. Dann können wir hier einzelne Falten auswählen und die Intensität dieser Falten. So, das war ja nur Gesichtstyp. Facetype. Dann geht es jetzt zu Whole Body. Ich weiß nicht, warum die von Facetype sofort zu Whole Body gehen. Aber wir können das Gesicht hier natürlich noch weiter bearbeiten. Head Width. Okay, die Breite des Kopfes, warum auch immer. Upper Face Protrusion ist, glaube ich, die. Genau, wie die Stirn ein- und ausgeht. Also egal. Ich brauche jetzt nicht jeden Slider zu zeigen. Der Punkt ist, wir haben hier alleine für den Kiefer 8 verschiedene Slider. Für ihre Wangen haben wir 6 verschiedene Slider. Für die Augenbrauen 5 Slider. Guck mal, für die Augen. Das ist nur für die Augen, was wir da für Slider haben. Um sie anzuwinkeln, um sie auseinander zu bewegen, um sie größer, kleiner zu machen. Wir können hier die Augensettings, können wir auch einzeln für beide Augen machen. Also wir können das linke Auge unabhängig vom rechten bearbeiten. Wir können ihr verschiedene Iris-Typen in die Augen setzen, in jedes Auge einzeln. Wir können ihre Iris leuchten lassen oder größer machen, ihr die Farbe verändern. Pupillentyp. Pupillen-Settings. Welche Farbe soll die Pupille haben und wie groß und breit soll sie sein? In beiden Augen unabhängig voneinander. Wie weiß soll denn bitte das Augenweiß des Auges sein? Das ist eine wichtige Frage. Wie weiß soll das Weiß in deinem linken Auge sein? So. Left Eye. So. Wie weiß soll das sein? Sollen wir einen Dämon machen, aber nur auf einer Seite? Versteht ihr, was ich meine? Wie absurd das ist? Wie weiß soll das Weiß im linken Auge sein? Aber es ist beeindruckend. Finde ich. So. Iris-Setting. Eye Highlight.
hier haben wir nochmal die Reflexion in den Augen. Wir können die Reflexion im Auge verändern. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. Und meiner Meinung nach hängt das ja auch von der Lichtquelle ab, was sich daran spiegelt. Ich meine, wenn man hier die ganze Zeit sieht, wie sich ein Fenster darin spiegelt oder eine Softbox oder was auch immer das sein soll, macht nicht allzu viel Sinn, wenn man auf einer tropischen Insel ist, nicht wahr? Aber selbst das kann man ändern. Ich meine, so eine Reflexion, ich weiß nicht, das macht auch nicht wirklich Sinn. Aber verdammt! Und davon natürlich auch wieder die Farbe und auch die Größe und Anpassung von dieser Reflexion im Auge. Dann haben wir hier die Augenbrauentypen, die Augenbrauenfarbe und die Wimperntypen. Ja, Wimperntypen. Das kann man auch einzeln auswählen. So. Dann haben wir hier Make-up auf verschiedene Arten und Weisen. Da habe ich jetzt wieder am wenigsten Ahnung. Hier jetzt nur in Rot hinterlegt, damit man sieht, was passiert. Und dann natürlich die Farbe. Wie doll soll es leuchten? Wie sehr soll es decken? Also alle möglichen Farben von Make-up. Dann haben wir hier den Körper. Und ihr seht natürlich Whole Body Breasts. Wir haben eine ganze Kategorie nur für die Oberweite. Jetzt können wir hier nochmal die Größe einstellen. Und das ist sehr viel dramatischer, als ihr vielleicht denken würdet. Also ich glaube, ich habe einen Charakter irgendwo auf 50 erstellt und einen auf 60 oder 70. Und sie ist wirklich einen Kopf größer. Es macht einen Riesenunterschied. Hier schon wieder die Kopfgröße. Ich weiß nicht, die haben irgendwas mit Kopfgröße und Kopfbreite und sowas. So, Breasts. Breast Size ist jetzt auf 50. So, Breast Size 50. Sagt man sich, ja, gut, okay. Es sieht noch aus wie ein realistischer Körper, nicht wahr? Warum die Beine so extrem lang sind, kann ich nicht wirklich verstehen. Was wir hier, glaube ich, verändern können, genau hier in die Beinslider sind ausschließlich für die Breite, also für die Dicke, sagen wir jetzt einfach mal, zuständig, aber nicht für die Länge. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Ich kann auch die Länge der Arme nicht verändern. Und sie sieht allgemein aus, als wären die Arme und die Beine so ein bisschen zu lang. Aber auf jeden Fall die Beine. Zurück zur Oberweite. Breast Size 50. Wir können hier wirklich runtergehen, aber auch hochgehen, wo es sehr schnell albern wird. Ich meine, wenn wir jetzt sehen, wo es bei 50 ist, ja? Wo könnte es denn schlimmstenfalls bei 100 sein? Tja, das ist ein bisschen, ne? Also irgendwie, Frau, was ist mit dir passiert? Ich meine, ich hätte mir jetzt gedacht, irgendwo da oder so, das müsste 100 sein. Aber es ist gerade mal 70. Verdammt, was ist das denn? Ich meine, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, sie auf der Y-Achse zu verändern. Den Abstand zueinander. Auf der X-Achse noch einmal, das sind zwei verschiedene Sachen. Dann den Winkel. Pointiness, okay, Softness und Weight. Ich kann das Gewicht der Oberweite einstellen, was jetzt ein sehr niedriges Gewicht ist. Das macht eigentlich nur den Unterschied, wie sehr es wackelt, wenn sie läuft. Wir hatten hier vorhin eine Pose, bei der sie auf und ab gehüpft ist. So, jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken, ja? Wir sind ja alle erwachsen. So, Breastweight von 5, also nicht viel Gewicht. Sie haben nicht viel Gewicht und dadurch hüpfen oder, genau, nicht viel Gewicht. Und jetzt müsste es eigentlich, ach, keine Ahnung. Oder ist das Softness? Ja, genau, wenn sie keine Softness haben, dann wackeln sie gar nicht. Und wenn sie maximale Softness haben, dann ist es am Hüpfen. Okay. Upper Body. Neck Width. Neck Thickness. Shoulder Width. Shoulder Thickness. Also alles, was Hals, Schultern, alles angeht. Die Breite des Oberkörpers, unabhängig von der Oberweite. Was ist das? Das ist Torso Thickness. Ach so. Es sieht immer sehr unglücklich aus, wenn man solche Slider wirklich schnell hin und her bewegt. Also den ganzen Upper Body, den ganzen Lower Body. Wir haben auch wieder den Winkel für den Hintern können wir anpassen. Dann haben wir hier verschiedene Farbtöne. Das sind, glaube ich, nur Definitionen, ob sie jetzt muskulöser sein soll oder dünner oder sonst was. Definition. Athletisch, und da haben wir nochmal, achso, das definiert es nochmal.
Und dann können wir hier nochmal definieren und dann ist sie mega athletisch. So, es sieht halt krass aus. Oder wir geben ihr ein Bäuchlein oder wir machen sie dünn. Von der Sache her könnten wir jetzt auch einen Kugelbauch verpassen und man würde trotzdem noch die Rippen sehen. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. Hier gibt es dann Beispiele und Vorschläge. Hey, mach doch deinen Charakter so eine Hautfarbe, das wäre doch interessant. Es hindert uns aber auch nichts daran, sie irgendwie zu einem Hulk zu machen und zu sagen, sie hat das grüne Haut. Genau, da unten ist der Color Picker. Ändert nichts dran. Shine, so sieht sie jetzt zum ersten Mal trocken aus. Und so glänzt sie, als wäre sie eingeölt. Wenn wir wollen, dann glänzt unser Charakter die ganze Zeit, als wäre sie eingeölt. So, Texture ist immer so eine Sache. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das sehen wir auch bei der Kleidung irgendwie. Texture ist etwas, was mich ein bisschen verwirrt und was fast immer auf Null ist. So, Suntan. Wir können ihr einen Bräunungsgrad geben. So, als ob sie sich irgendwo, ich weiß nicht, was das soll. Und sogar die Farbe davon noch anpassen. Nail Color, Paint, Paint. Also hier sind wir dann dazu in der Lage, hier ein Herz zu verpassen. Aber von mir aus auf dem Bauch. Und dann kann ich immer noch die Position anpassen. Und zwar so weit, dass es buchstäblich keine Körperstelle gibt, wo ich dieses Herz nicht platzieren könnte. Wenn es jetzt hier nicht weiter nach unten geht, dann können wir wahrscheinlich eine andere Position auswählen und von der dann hochgehen. Ihr versteht, wie ich das meine. So, hier ist es jetzt auf dem Hintern. Wenn ich da jetzt die Position ändern würde, dann kommt es hier rum, dann wäre es da auf dem Bein. Und dann können wir hier weiter runtergehen. Also, ihr versteht, wie ich meine, es sind relativ betrachtet keine Grenzen gesetzt. Und dadurch können wir ihr natürlich, wofür es wahrscheinlich vorzüglich benutzt wird oder vorzugsweise benutzt wird, für Tattoos aller Art. Haare. Das war ja das, was mich am meisten überrascht hat und beeindruckt hat. Ja, wir kommen auch noch zum eigentlichen Spiel. Das wird ein längeres Video. So, das haben wir jetzt gerade. Long straight. So, das ist aber nur Hair back. Wenn wir jetzt Bangs haben, das sind Zöpfe an der Seite. So, dann wären die weg. So, das bezieht den Pony mit ein. Bangs ist so ein Allgemeinbegriff. So sieht sie ein bisschen nackt aus, ne? Da fehlt irgendwie was. Ich meine, wir können hier die Frisur an der Vorderseite völlig unabhängig von der Frisur auf der Rückseite bearbeiten. Und das passt meistens ganz gut. So. Automatically set color for roots and tips. Muss man nicht. Man kann für die Spitzen andere Farben benutzen. Wir können die Zöpfe und den Pony in einer anderen Farbe haben als die Haare auf dem Rücken. Die Haare auf dem Rücken klingt auch falsch. Natürlich hier auch wieder Texture Smoothness. So, dann glänzt es mehr oder halt auf andere Art und Weise. Farben ist klar. Wir haben hier allerdings noch ein riesiges Haarmenü. So, jetzt wird's nämlich lustig. Display All Access. So, kommt euch denn sowas bekannt vor, hä? Ja, es ist tatsächlich wie in einem 3D-Modellierprogramm. Wir können hier einzelne Strähnen komplett frei nach unseren Wünschen anpassen und sie völlig frei im Raum bewegen, was nicht unbedingt immer Sinn ergibt. Aber wir können buchstäblich jede einzelne Strähne einzeln platzieren. So, egal wie sinnvoll das ist. Na gut, hier hinten ist es ein etwas größerer Büschel, sagen wir mal. Aber es ist schon ein bisschen absurd, ne? Ich meine, wir können hier die total zerfetzte Frisur machen, obwohl das schon eine recht simple Frisur ist, aber verdammt. Move Rotation geht natürlich auch noch. So, dann können wir ihr die Haare sonst wohin rotieren. Auch wieder unabhängig davon, wie viel Sinn das macht, ne? Die sieht jetzt nicht mehr so glücklich aus. Und das können wir natürlich auch alles hier über die Slider einstellen. Wir haben hier 5 verschiedene Slider für 5 verschiedene Strähnen in dieser Frisur. Das gleiche haben wir natürlich hier mit den Bangs auch nochmal. Und da haben wir diesmal 3 Slider. Wir können ihr hier ihren Pony nach vorne schieben oder ihn nach unten ziehen oder zur Seite. So. Und uns damit irgendeinen Charakter nachbauen aus Funk und Fernsehen. Und hier natürlich wieder das gleiche. So. Also ich sage nur, dieser Haareditor, der hat mich verdammt beeindruckt. Hier haben wir übrigens noch
Side Hair. Haben wir noch gar nicht festgelegt. Wir können ihr noch mehr Haar geben. So, dann kommen da noch ein paar Strähnen mit runter. Oder hier ein paar Zöpfe oder sonst was. Und dann haben wir noch Hair Extensions. Was ich ein bisschen albern finde, was ja irgendwie nur so eine kleine Strähne ist da oben, mit der wir aber verrückte Sachen machen können. Oder hier nochmal so ein Zopfkranz, den man dann auch entsprechend der Frisur, die man vorher definiert hat, hier ein bisschen anpassen kann, damit er eben nicht so weit vom Kopf absteht, sondern anliegt. Also, es ist verdammt viel Freiheit. Das mit den Frisuren hat mich echt am meisten beeindruckt bei der Vorschau. Es gibt auch zwei verschiedene Render-Settings. Render-Setting 2 setzt meiner Meinung nach einfach mehr Haare zusammen und 1 rendert so gut wie jedes Haar einzeln. Das ist meiner Meinung nach charakterspezifisch, also man kann seinen Charakter so designen mit dem Render-Setting, was man haben möchte. So sieht es mehr anime-mäßig aus, so sieht es mehr realistisch aus, bin ich der Meinung. Ah, weh. Kleidung. So, geben wir jetzt hier einfach mal hier ein Hemd und irgendeine Hose, ist egal. So. Jetzt gehen wir mal zu dem Hemd. Color One. Und geben mir hier ein Muster. Von mir aus das. So. Und dann können wir das Muster in der Breite verändern, in der Höhe verändern, in der Position können wir es verändern. Wir können das Muster in der Position verändern, wir können das Muster rotieren und wir können dem Muster 2 verschiedene Farben geben. Color One. Und Color 2. So. Und dann kann das auch noch glänzen. Und dann sieht's aus wie ein Lackoberteil. Und dann kriegt es noch Textur. Ich weiß nicht, was das soll. Dann sieht es irgendwie immer ein bisschen nass aus. Ah, und die zweite Farbe sind hier noch für die Bündchen da. Und das gleiche geht natürlich auch für die Hose. Dann haben wir noch Other und können Clothing Damage einstellen, wodurch das Hemd zerreißt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es sehr schnell sehr stark zerreißt. Selbst wenn wir hier auf einen einzigen Punkt gehen, obwohl das ist bei anderen Sachen sonst extremer, das ist bei der Hose extremer. Bei 1 ist gerade mal unten der Bund weg. Aber es geht sehr schnell. Wir sehen, wir sind jetzt gerade mal bei 5 und es ist schon ziemlich zerrissen. Da würde mir ein bisschen mehr Anpassung auch ganz gut gefallen. Aber ich glaube, wenn wir Bottom hier mal Destruction machen. Ah, nee. Bei 1 sind gerade hier. Seltsam. Ich war der Meinung, dass das extrem schnell geht. Oh, das ist aber auch eine andere Art von Hose. Guckt mal. Das ist ja sowas. Ich hatte andere Kleidungsstücke, da war bei 1 schon das halbe Bein weg. Und das hier ist eine ganz andere Art von Zerstörung. Also das sieht bei jedem Kleidungsstück anders aus. Was interessant ist. Dann gibt es hier noch Handschuhe. Warum sie dafür die Klamotten auszieht, weiß ich nicht. Inner Layer Top, Inner Layer Bottom, natürlich Unterwäsche. Stockings, Socks, Schuhe und man kann das Outfit speichern, um es später im Spiel anzuziehen. Man kann also hier reingehen, nur um das Outfit zu designen und der Charakter ist einem egal. Dann gibt es hier noch Accessories. Und zwar haben wir 20 Slots. Und da muss man einfach sagen, hier kommt auch ein ganz extremer Teil an Kreativität her, wie wir vorhin hatten mit den Bemalungen, wo ich sagte, man kann damit praktisch jede Position am Körper erreichen, um eine Tätowierung festzulegen, sind wir hier in der Lage, irgendein, von mir aus auf dem Kopf, hier einen Hut hinzuzufügen. So, wenn wir jetzt aber wollen, dass ihr den Hut auf dem Hintern trägt, dann ist das problemlos möglich. Da gehen wir hier auf Hips. Nee, anders. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Doch, wir gehen auf Head und da bekommen wir Sachen, die man üblicherweise auf dem Kopf trägt. Aber, soweit ich weiß, können wir den so sehr verschieben. Guck mal, er berührt ja jetzt gar nicht mehr ihren Kopf. Wir können ihn so sehr verschieben, dass er ist, wo auch immer wir uns wünschen. Er befindet sich jetzt buchstäblich. Ja, also dieser Hut ist jetzt buchstäblich Teil von ihrem Kopf. Er wird sich scheinbar bewegen, wie sich ihr Kopf bewegt, was zu Problemen führen könnte, wenn wir den Hut auf dem Hintern tragen möchten. Aber es ist durchaus möglich, wenn man möchte, nicht wahr? Dann können wir den noch hier anwinkeln. So, und dann gehen wir hier wieder ein bisschen zurück. So, und sie trägt den Hut auf dem Kopf.
den Hut auf dem Hintern. So, ich meine, versteht ihr, was ich damit meine, ja? Eine sinnvollere Sache wäre natürlich, wenn wir etwas für den Kopf auswählen, dass wir es auch da lassen. Aber wir können ja natürlich noch einen zweiten Hut auch auf den Kopf machen. So, oder hier Kopfhörer. Oder hier so ein Cap. Oder Katzenohren oder was weiß ich. Oder den Hut hier. So, nehmen wir mal den Hut, der klippt hier ein bisschen durch. Finden wir doof, aber müssen wir ja nicht doof finden. Weil wir den hier auch nach oben setzen können und dann klippt er nicht mehr durch. Oder wir können den noch ein bisschen drehen, wenn wir wollen, dass er ein bisschen schief sitzt. Oder dass sie da besser durchgucken kann. Oder dass er so sitzt von mir aus. Und dann können wir ihn hier wieder ein bisschen zur Seite bewegen, damit er nicht mehr durch die Haare klippt. Versteht ihr? Es ist einfach verdammt, verdammt viel möglich. Wir können sogar seine Größe verändern. Und zwar in verschiedene Richtungen voneinander. Wir können einen zweidimensionalen Hut machen, egal wie sinnvoll das ist. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Es ist mega, mega umfangreich. Wir haben hier 20 Slots. Wir können ihr so viele Accessoires geben. Es ist der helle Wahnsinn. So, da müssen wir nur noch den Namen eingeben, ein Geburtsdatum. Typ fand ich ein bisschen seltsam. Das ist die Stimme. Hier steht einfach nur Typ und das ist die Stimme. Wollen wir mal reinhören. Robotic and deadpan, gentle and kind. Ich denke, ihr versteht das. Es sind einfach verschiedene Ausdrucksweisen. Es ist gar nicht so sehr die Tonlage. Ja doch, es ist mehr eine Stimmlage als die Höhe. Die können wir hier verändern, ob sie eine hohe oder eine tiefe Stimme hat. Meine Güte, Desires. The girl's primary desires. Es gibt nur drei verschiedene Sachen, die sie erreichen möchte und die ihr besonders wichtig sind. Und dann kann man das hier beenden, dann ist man damit fertig. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde gebraucht, euch nur diesen Editor zu zeigen, wenn man sich mit dem beschäftigt. Ich habe, glaube ich, nur 2 Stunden für meinen Charakter gebraucht. Das war schnell. So. Exit Character Creation. Wir gehen jetzt tatsächlich ins Spiel. Tja, denn das Spiel an sich ist ja ein bisschen seltsam. Nachdem man sich mit dem Character Creation richtig ausgenölt hat, wenn man ein Spiel startet, wird man aufgefordert, einen Charakter zu designen. Ich so, okay. Habe ich mir einen schönen weiblichen Charakter designt. Und habe auf OK gedrückt und da meinte das Spiel, und jetzt erstell deine Spielfigur. Ich so, wie jetzt? Das Spiel erfordert von einem, wenn man eine neue Welt startet, einen Charakter zu erstellen, der aber im Spiel ein NPC ist. Und deren Bedürfnisse müssen wir erfüllen. Das heißt, im Spiel geht es mit dem eigenen Charakter, den man designt, darum, die Bedürfnisse eines anderen Charakters, den man designt hat, zu erfüllen, den wir nicht steuern können. Und unser Charakter hat gar keine Bedürfnisse. Wir starten jetzt das Spiel. Utopia, mir ist nichts Besseres eingefallen. So. Loadfile, ja. Loadfile. Und dann wollen wir mal sehen, ob ihr das... Was dieses Vorschaubild soll, weiß ich auch nicht. The higher the girls trust, the more likely they are to listen to your suggestions. Ja. So. Das ist mein Charakter, den ich irgendwie in einer halben Stunde zusammengeschmissen habe, nachdem ich gemerkt hatte, oh verdammt, den Charakter, den ich gerade designt habe, ist ja gar nicht der, mit dem ich spiele, sondern der NPC. Dass sie jetzt so glänzt, liegt natürlich daran, dass es gerade regnet. Die Kamera ist ein bisschen störrisch. Wir sind hier auf einer Insel gestrandet. Wir können hier kochen. Ja, ich hab da eine Stripperstange hingestellt. Ich dachte, vielleicht benutzt die ja mal einer. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist das eine Tanzbühne vielleicht sogar? Ich bin mir nicht so sicher. Komm mal da runter. So, wir können hier... Okay, Licht ausschalten. Weiß nicht, was das bringen sollte. Wir können aber auch kochen. Wir können heißes Wasser machen. So, sorgt dafür, dass einem warm wird. Wir können auch einen Kaffee machen. Weil ich Kaffeebohnen gefunden habe. Das ist interessant. Das machen wir mal. Wir machen mal einen Kaffee. So. Roasted Fish kann ich machen, weil wir angeln können. Wir werden uns auch die Angelmechanik angucken. Es gibt so ein paar Minispiele, würde ich behaupten. Es ist ein bisschen seltsam. Es läuft doch gerade nicht sonderlich. Damit hat das Spiel ein bisschen Probleme. So, wenn wir hier durch diese Welt laufen, dann sehen wir überall was glitzern. Da steht das Catch Bugs. Wir haben aber kein Netz.
Deshalb gucken wir mal, was hier ist. Da ist irgendein Ohr, das können wir aber nicht einsammeln, weil wir keine Pickaxe haben. Search the ground. Können wir auch nicht. Graben können wir auch nicht. Warum kann ich denn hier nichts machen? Wahrscheinlich bräuchte ich zum Search Ground noch ein paar Handschuhe. Da ist auch wieder was zum Abbauen. Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wie das hier funktioniert, Mann. Ressourcen einsammeln. Search the ground. So, drückt man eine Sekunde, dann geht sie da auf den Boden und sammelt den Boden ab. Und dann findet man irgendwas. Ein Resin, 4 Grashüpfer und Broken Butterfly Net. Das ist schön, das habe ich aber schon gebaut. Das ist ein bisschen das Problem. Wir können hier unser Handy aufrufen. Crafting. Und da Snapped Fishing Rod. So, die kann man herstellen und dann kann man sie reparieren. Zu einer richtigen Fishing Rod machen. Jetzt habe ich schon 2 Broken Butterfly Nets, aber ich habe noch gar nicht das richtige Butterfly Net Rezept bekommen. Hier auch Chipped Pickaxe. Kann ich herstellen, aber das ist noch keine, die ich benutzen kann. Das ist nur ein... Oh, jetzt kann ich die benutzen. Ach, das ist ja interessant. Die richtige Pickaxe kann ich schon benutzen. Okay. Dann ist es wahrscheinlich so, dass mir für das richtige Butterfly Net einfach noch... Ja, genau, da fehlen mir Materialien. Man sieht nicht, was es ist, aber ich brauche ein Broken Butterfly Net und 3 Fabric dafür. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das das richtige Butterfly Net sein wird. Das wusste ich nicht. Genauso wie mit Damaged Gloves. Sturdy Leather und Rubber. Das sind Sachen, die müssen wir herstellen, um erst einmal Sachen machen zu können. Fabric. So, da brauchen wir Raw Cotton. Okay, wunderbar. Dann stellen wir doch mal 3 Fabric her. Jawohl. Und dann können wir hier das Butterfly Net herstellen. Großartig. Okay, die Rezepte werden also deshalb nicht angezeigt, wenn man noch nicht die richtigen Ressourcen hat. Das ist in Ordnung. Wir haben ja auch den Status. Das ist, ja, Pesti mit Fragezeichen. Wie gesagt, ich habe mir mit der nicht sonderlich viel Zeit genommen. Mit der habe ich mir mehr Zeit genommen. Die habe ich Tsubumi gelassen vom Namen her. Fatigue, 1%. Oh, die ist müde. Die ist echt müde. Glaube ich. Ich glaube, so funktioniert es, dass Fatigue ist Ermüdung. Oder ist 1% sehr wach? Das weiß ich gerade nicht mehr. Hier ist ihre Zuneigung. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da ist kein Wert. Und wie hungrig sie ist. 57%, sie ist ein bisschen hungrig. So, Sexualität war zum Beginn des Spiels bei 0, jetzt ist es bei 9. Ich weiß nicht, wie das gestiegen ist. Es ist nichts passiert. Hier sehen wir ihre Ausrüstung, sie hat nichts und dementsprechend kann sie auch keine Arbeiten für uns abnehmen. Wenn wir sie fragen, ob sie angeln möchte für uns, dann kann sie das nicht tun, weil sie keine Angel hat. Aber ich habe eine Angel. Also jedenfalls, unsere Aufgabe ist Help the Girl Learn. Und das ist so allgemein, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wir sind hier schon weitergekommen in einem Bereich. Also das ist nicht der erste Bereich, aber es fällt mir trotzdem ein bisschen schwer herauszufinden, was wir als nächstes tun sollen. So, Catch Bugs. Achso, ich muss erstmal mein Netz ausrüsten. Status. Netz. Butterfly Net. So, confirm. Jetzt ist das ausgerüstet und erst jetzt kann ich es benutzen. So. Your equipment rank is too low. Ach, na wunderbar. Okay, weil das blau ist. Okay, ich müsste auf der Karte links unten gucken, wo ein Netzlogo ist, was weiß ist. Und das kann ich dann da benutzen. So, Catch Bugs, jawohl. So. Meine Güte. 4 Grashüpfer habe ich gefunden. Und da läuft ein Time-Up, dann kann man es nochmal machen. Die Grashüpfer kann man als Köder nehmen zum Angeln. Da ist Tsubumi. Ich könnte sie auch zu mir rufen über die Handy-App, aber wir versuchen sie mal einzuholen und mit ihr zu reden. Halt! Warte. So, talk with Tsubumi. Doka-Star? Keine Ahnung, was das bedeutet. Chat! What do you think of me? I've got no complaints. Ja, also das sagt sie irgendwie jedes Mal anders. Sie hat gesagt, oh, du bist nett nach meinem Standard oder so eine seltsame Sache, ne? Ich habe keine Beschwerden. Naja, schön. Wie fühlst du dich? Soaking wet and freezing. Okay, dann habe ich hier was für dich. Give item. Hier. Ein heißer Kaffee. Ist das eine tolle Idee? Effect raises body temperature. Drinkable water boiled and germ-free. It'll drive the chill from your bones. Nein, hot coffee meine ich.
So, a drink made from roasted coffee beans wakes sleeping girls and raises body temperature. Sie hat ja sogar recht viel Fatigue, ne? Oh, guck mal, das ist, oh, das ist toll. Das gibt's, das schenken wir ihr. So. Arigato. Oh, thanks. This makes me really happy. Das ist, die Untertitel stimmen nicht immer so ganz überein mit dem, was sie sagt. Sie hat eben nur Arigato gesagt, was einfach nur Danke heißt, irgendein Bezug und nicht, das macht mich sehr glücklich. Aber sie hat das jetzt in ihrem Inventar und ich würde davon ausgehen, dass jetzt ihre Körpertemperatur steigen wird, weil sie gesagt hat, ihr ist kalt. Es gibt übrigens auch Hausbau. Ich habe ein Haus gebaut, sieht sehr seltsam aus. Give advice. Wir können dir sagen, du solltest schlafen gehen. Ruh dich aus. Hilf mir, Bäume zu fällen? Du solltest was essen, du solltest was trinken. Koch etwas, warum soll... Why not have some fun? Ich weiß nicht, ob das bedeutet, was ich denke, was bedeutet, oder einfach nur bedeutet, lass uns mal chillen und nicht Spaß haben auf die Art und Weise, ihr versteht? You should take a bath ist keine Beleidigung. Ich habe sie schon öfter gefragt, wie sie sich fühlt, und da meinte sie, ah, ich bin fast fertig, oh Gott, stinke ich. So, und dann habe ich gesagt, you should take a bath. Und die so, ja, gute Idee. Das ist keine Beleidigung, so nach dem Motto, geh dich waschen, du bist dreckig. Sondern das ist mehr eine Aufforderung, dass sie ein bisschen Self-Care betreibt. So, das ist nicht als Beleidigung aufzufassen. Von daher ist das völlig in Ordnung. Give medicine, follow me, leave, ist halt beenden. Und guck mal, jetzt seht ihr mal, wie groß der Unterschied ist, der Körpergröße zwischen denen. Und ich war der Meinung, ich hätte sie so instinktiv ungefähr gleich groß gemacht. Es ist absurd. Übrigens, was ich euch gezeigt habe mit dem Hut auf den Kopf setzen, diese Nadel hier hinten, die durch ihren Dutt geht und den festhält, den habe ich da platziert und den habe ich gedreht. Das ist eigentlich ein Zylinder, den ich platt gepresst habe und dann dahin navigiert habe. Und das ist eigentlich kein Teil der Frisur. Also das nur mal so dazu, was man alles machen kann, wenn man sich einfach nur eine einfache geometrische Form schnappt und sie im Editor so lange verändert, bis es einem gefällt. Hier geht die Story weiter, aber NPC Growth Needed 228 von 400. Das ist auf jeden Fall gestiegen. Denn das erste Mal, als so eine Story-Barrikade da war, habe ich nur 50 gebraucht, damit es weitergeht. Und jetzt brauche ich 400, aber ich habe 228. Also sie mag mich sehr viel lieber als noch beim letzten Mal. So viel ist sicher. Okay. Hier könnte man baden, allerdings ich nicht. Da kann nur unser Charakter baden, unsere Tsubumi, die wir eben gesehen haben, mit der wir geredet haben, die kann da baden, wenn sie es für richtig hält oder wenn sie meinen Rat befolgt. Ansonsten nicht. Die Insel ist inzwischen relativ groß geworden. Ihr seht das hier, relativ groß. Da ist Tsubumi gerade. Ach, sie ist auf dem Klo. Könnt ihr mal sehen, sie sitzt gerade auf dem Klo. Da werden wir ihr jetzt nicht hinfolgen. Wir sehen hier, die Flaggen sind verschiedene Camps, in denen wir bleiben können. Und ich glaube, im Forest Camp habe ich gebaut. Ach nein, da bin ich gerade. Dann habe ich am Beach Camp gebaut. So. Das Lustige dabei ist, ihr müsst eine Sache verstehen. Die Materialien, die wir brauchen zum Bauen, sind keine Materialien, die wir vorher sammeln müssen. Also, wenn ich einmal einen Baumstamm habe, als Beispiel, und ich habe da eine Wand, die aus Baumstämmen gebaut wird, und ich brauche einen Baumstamm pro Wand, dann möchte man meinen, ich muss für jede Wand einen Baumstamm sammeln. Aber so ist es nicht. Ich muss nur einen Baumstamm haben, und damit schalte ich es frei, das bauen zu können. Und ich hatte irgendwelche Materialien in meinem Inventar, was es mir erlaubt hat, den futuristischen Baublock zu benutzen und diese Basis zu bauen. Und ich kann unendlich viele futuristische Baublöcke platzieren, weil ich die freigeschaltet habe. So. Können hier die Tür öffnen? Da ist ja schon wieder eine Stripperstange. Warum habe ich überall Stripperstangen hingestellt? Benutzt doch eh keiner. So. So sieht es jetzt jedenfalls hier drin aus, mit diesem Glasdach. Wir gucken uns mal kurz an, wie das funktioniert in einer anderen Basis. Aber vorher würde ich gerne hier nochmal angeln gehen. So, gehen wir ein bisschen ins Wasser rein. So, Start Fishing. So, wir können jetzt nur mit Blättern angeln, sehen wir rechts unten. Oder mit einem Wurm, den ich gefunden habe. Mit Grashüpfer haben wir gefunden, mit einem Frosch. Der Frosch ist blau, deshalb würde ich von ausgehen, er ist was Besonderes. Wir nehmen den mal, wir fischen mit einem Frosch.
Und jetzt müssen wir nur hier die Angel bewegen zu einem Fisch hin. So, wie sie das macht, wie das überhaupt möglich ist, ist mir schleierhaft. Aber irgendeiner wird schon anbeißen, da beißt er an. Und jetzt muss ich nur versuchen, mit dem Cursor in dem grünen Bereich zu bleiben, um oben innerhalb der Zeit den Balken zu verkleinern. Wenn es so aussieht, dann ist der Fisch am Struggeln und zieht extrem und dann darf ich nicht in den roten Bereich kommen. Da muss ich nur die Zeit überstehen. In dieser Zeit kann ich ihn nicht fangen. Get empty bottle. Na wunderbar. Washed up empty bottle. Shame there's no note inside. Großartig. Empty bottle. Ich habe meinen Frosch verschwendet und eine Flasche bekommen. Das ist natürlich nicht so gut. Wie gesagt, unser Charakter leidet keinen Hunger, aber Tsubumi hat hin und wieder Hunger. Und ich bin dafür verantwortlich, ihr Nahrung zu geben, weil die findet sie nicht alleine. Das ist ein Problem. Und aktuell habe ich, glaube ich, nur die Möglichkeit, Fische für sie zu angeln und die dann zu braten oder zu kochen. Wie auch immer. Was auch immer man auf offenem Feld macht. Tsubumi has gone to sleep. Okay, auch interessant. Es wird jetzt auch dunkel, da macht es eigentlich kaum Sinn, wach zu bleiben. Empty can. Was ist denn hier los? Okay, also wir kriegen irgendwie keine Fische. Die ist jetzt schlafen gegangen. Was ist hier? Oh, search inside. Search. Es ist ein bisschen seltsam, diese Suchmechanik. Ein Scrap und zwei Driftwood. Und wenn die Zeit da abgelaufen ist, dann kann ich da wieder suchen. Tsubumi kann an verschiedenen Orten schlafen, je nachdem, wo ein Bett auf der Map ist. Wir gucken mal, wo sie gerade ist. Ach nein, Leaf, nicht Housing. Wir gucken mal hier auf die Karte, wo sie sich gerade befindet. Ach da. Okay, bei der Story, also im Forest Camp. Das ist der nächste Ort, wo sie sich gerade befindet. Okay. Jetzt finde ich sie wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja doch, in die Richtung. Das heißt, da hinten ist so ein großes Lagerhaus. Da schläft sie? Wie seltsam. Weil ich meine, wir müssen auch zu einem Bett, um zu schlafen. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach hier im Stehen meditieren und warten, bis der Tag endet. So funktioniert's nicht. Ich meine, der Tag muss ja nicht enden. Ne? Das habe ich ja schon gesagt, wir können ja einfach weitermachen. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre es sonderlich dunkel. Also, es wäre gar nicht nötig, dass wir wirklich aufhören. So, hier muss jetzt irgendwo eine Schlafgelegenheit sein. Im Badezimmer? Moment, nee. Wo ist sie denn? Sie muss irgendwie in einem zweiten Stock sein oder so. Können wir hier noch sammeln? Ja, da können wir noch sammeln. Ihr seht doch immer, wie es nicht wirklich Übergänge gibt zwischen einzelnen Bewegungen der Charaktere. Und so werden die immer so ein bisschen ein- und ausgefadet. Es ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum das so ist. So. Interact with Tsubumi. Na toll. Ach, das ist ja... Wake, leave. Das ist ja doof. Hier ist ja nur ein einziges Bett. In der Vergangenheit hat sie sich auch einmal am Strand schlafen gelegt. Da hat sie sich buchstäblich einfach auf den Strand gelegt. Da ist etwas, wo man schlafen kann. Und da konnte ich mich daneben legen, aber das war jetzt der einzige Ort, den es gibt. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, wenn ich einfach mal ein Bett bauen würde, wo sie schlafen kann, in einem Haus, wo es auch nicht regnet, ne? Aber was mache ich? Ich baue eine Stripperstange. Deshalb gucken wir mal hier. Housing. So. Das ist auch sehr umfangreich. Wir haben hier Base, das ist alles noch gesperrt. Oh, nee, Craft. Craft das Item. Na, das könnte ich jetzt craften, um es freizuschalten praktisch. Andere Sachen wurden von alleine freigeschaltet. Wie zum Beispiel diese futuristische Basis, die musste ich nicht freischalten. Hier, das Mecha Wall. Das sind Sachen, die einfach schon von sich aus freigeschaltet gewesen sind. Okay, die anderen Sachen kann ich also kaufen. Furniture. Da müsste man mal gucken, was ein Bett kostet. Sturdy Fabric. Squared Lumber. Characters can sleep here. Characters can sleep here. Okay, also wir brauchen irgendwie mehr Fabric. Scrap Cot. A makeshift bed made from scrap.
Wäre natürlich cooler, wenn wir sowas hätten. Sturdy Fabric Metal Fittings. Da müssen wir halt gucken, wie man das bauen kann. Und dann kann man sich das hier alles ausrüsten. Characters can bathe here. Das wäre natürlich sinnvoll. A pristine toilet. Jacuzzi. Das wäre natürlich eine interessante Sache, wenn man das craftet. Dafür muss man halt Alloy Pipe, Silicon Carbon. Und dazu muss ich halt in meinem Inventar gucken, wie crafte ich das überhaupt. Also, das ist nett hier. Hier kann man auch relativ viel Zeit mit verbringen. Aber wie ich bereits sagte, es fällt mir schwer herauszufinden, was wir mit Tsubumi machen sollen. Warte mal, ich versuche jetzt erstmal kurz ein Bett zu finden. Wo können wir denn schlafen? Da, nee. Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach ins Beachcamp und schlaf am Strand. So, weil da ist auf jeden Fall etwas. Also es fällt mir jedenfalls ein bisschen schwer herauszufinden, was ich tun soll, um ihr zu helfen, zu lernen, wenn ihr versteht. So, sleep. Ich weiß, was... Stay in bed. Ja, aber so schläfst du ja nicht. Sleep. So. Ja, end day. Stay in bed. Man kann, vor allem wie sie da liegt, so, sieht nicht sonderlich bequem aus. Man kann sie einfach, also einfach sagen, sie soll sich ins Bett legen und da drin bleiben, ohne zu schlafen und den Tag gar nicht zu beenden. Nur damit man sie angucken kann. Ich darf übrigens auf eine weitere kleine Kuriosität hinweisen, die mir erst gar nicht aufgefallen ist, aber der jeweilige, der entsprechende Rezensent auf Steam hat völlig recht. Dieses Spiel lässt sich komplett nur mit der Maus steuern. Ich drücke jetzt gerade die linke Maustaste, dadurch läuft sie. Deshalb drehe ich immer die Kamera, bevor ich loslaufe. Es geht auch mit WASD, aber der Punkt ist, ich kann das komplette Spiel nur mit der Maus steuern. Wenn ich irgendwo etwas aufsammeln will, wie hier, drücke ich die rechte Maustaste. Your pouch is full. Oh, da muss ich mal eine Chest bauen. Linke Maustaste laufen, rechte Maustaste interagieren, Mausrad drücken, Handy aufrufen. Das ist unser Menü, mehr brauchen wir nicht. Ich kann buchstäblich das ganze Spiel, und jetzt Obacht, ich kann das ganze Spiel mit einer Hand spielen. Das bedeutet, meine andere Hand kann die ganze Zeit frei bleiben, um, während ich dieses Spiel spiele, einen Kaffee zu trinken. Ah. Oh ja. Das tut man nämlich, wenn man eine Hand frei hat beim Spielen. Dieses Spiel. Woran die gedacht haben, ist für die so komisch. Ha, man kann es einhändig spielen, das ist großartig. Garden Plot. Hier kann man Sachen pflanzen. Das ist nett. Hier ist eine Unterkunft von einem Händler, die gerade nicht da ist. Das ist irgendwie der einzige NPC, den ich bis jetzt getroffen habe, außer Tsubumi. Wir können, meiner Meinung nach, einfach hier unser Zeugs irgendwo bunkern. Cooking Spot. Oh, das ist ja cool. Da muss man nicht... Examine Storage. Ah, da, jetzt habe ich es gefunden. Okay, das ist natürlich super. Wenn wir einen Cooking Spot haben und Sachen dort lagern, dann kann Tsubumi sich die Sachen selber rausnehmen, wenn sie Hunger hat. Und da es nur darum geht, sie zu füttern, ist es sehr sinnvoll. Also den Roasted Fish werden wir transferen und das Hot Water auch. Geyser Grayling. Klar, Small Fry, klar. Sie kann natürlich auch selber kochen, wenn sie das möchte. River Water wird auch rüber transferiert. So. Jetzt habe ich wieder 25 Capacity. Coffee Beans? Warum habe ich denn so viel Zeugs? Womit ist denn alles voll? Das ist doch alles. Ich habe 4-mal Öl und 2-mal Kaffee, aber ich habe 25... Verdammt. Aber egal. Das Storage jedenfalls ist jetzt hier aufgefüllt. Cook Storage. Und damit könnte ich jetzt hier etwas kochen mit den Zutaten aus dem Storage. Aber was wichtiger ist, Tsubumi kann selber darauf zugreifen. Tsubumi kann sich selber etwas kochen und sie kann auch selber sich etwas nehmen, wenn sie Hunger hat. Da ist sie so ein bisschen selbstständiger. Und das ist vielleicht eine ganz gute Idee, denn brauche ich ihr den Kaffee nicht zu schenken, sondern ich lasse ihn hier in dem Storage liegen und dann nimmt sie sich den, wenn sie möchte. So.
Übrigens auch hier eben das Auswählen zwischen Durchsuchen oder Licht anmachen geht mit dem Mausrad. Da habe ich ziemlich lange rumgeeiert, aber natürlich geht das irgendwie mit der Maus, ne? Es muss ja einhändig gehen. So, Search Inside, was ist da? Alle paar Minuten spawnt es wieder, wie gesagt. Es gibt keine andere Möglichkeit. You got Scrap und Cotton. So, jetzt wollen wir eigentlich mal gucken, was wir denn noch brauchen. Rusted Bracelet. Achso, nein, hier. So, Damaged Gloves. So, die haben wir noch nicht gemacht, aber die bauen wir jetzt mal. So, Damaged Gloves, bam. Und für die Gloves brauchen wir Sturdy Leather und Rubber. Und jetzt müssten wir mal gucken. Sturdy Leather. Recipe 2 für Snakeskin. Okay, Sturdy Leather können wir craften. Und Rubber können wir auch craften. Finde ich cool, dass es mehrere Rezepte für das gleiche Ding gibt. So, und dann brauchen wir aus... Ach, wir brauchen 3 Sturdy Leather. Oh, das kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten, oder? Nee. Snakeskin, Torn Leather, Todger Trout. Ach, das ist ein Fisch. Okay. Ripped Back, Resin. Ja, wer weiß, wofür das ist und was das ist. Okay, kann ich also leider noch nicht bauen, die Damaged Gloves. Das Butterfly Net habe ich gebaut. Fishing Rod habe ich gebaut. Rotten Shovel. A shovel scavenged from a pile of trash. It's too fragile to be of any use. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber wahrscheinlich kann man damit buddeln. Wird auch ein Rezept sein. Und die richtige Shovel können wir schon bauen. Fantastisch. Dann haben wir noch ein zusätzliches Werkzeug. Und die Pickaxe haben wir auch schon gebaut. Die muss ich unbedingt ausrüsten. So. Eine Pickaxe. Confirm. Und eine Schaufel. Confirm. Großartig. Genau, was jetzt hier Handschuhe angeht, haben wir noch nichts. Accessories. Ach, da können wir wahrscheinlich unseren Dingens vergrößern. Guck mal, ihr seht hier, Playtime 2 Stunden, aber Steam sagt irgendwie 5 oder 6 Stunden. Also ich habe in dem Editor viel Zeit verbracht. Okay, sie ist recht hungrig. Ich würde mal gerne zu Tsubumi gehen und ihr sagen, dass sie was essen soll. Das ist halt auch wieder so dieses Self-Care. Damit sage ich ihr buchstäblich, ich mache mir Sorgen um dich und ich achte auf dich und ich passe auf dich auf. Und ich sage dir, du solltest was essen. Und da sagt sie, oh stimmt, ich habe Hunger, danke für den Hinweis oder für die Erinnerung, ne? So wie wenn man vor einer Session AI Shujo sitzt und gar nicht aufhören kann zu spielen und vergisst zu essen. Give Kitty Carp, wir haben leider keinen Carp. Also ja, es gibt sogar Katzen in dem Spiel, aber ich habe keine Ahnung, was die machen können. Ich weiß es buchstäblich nicht. Ich habe halt keinen Karpfen, um das der Katze zu geben, um es auszuprobieren. Wir werden aber gleich auch noch unsere neuen Sachen... Oh, guck mal. Sie isst etwas. Großartig. Perfekt, dann brauche ich mich ja darum gar nicht mehr zu kümmern. Das ist natürlich super. Status? 43. Ja, was denn nur? Also, das gibt's ja gar nicht. Ihre Sexualität ist von 9 auf 12 gestiegen. Warum ändert sich ständig deine Sexualität? Was ist denn los bei dir? Okay, wir haben jedenfalls eine Pickaxe und können damit jetzt hier Sachen abbauen. Ich würde tatsächlich behaupten, man sollte das Spiel einfach mal so fast ein bisschen blind weiterspielen, so mehr oder weniger ohne Ziel und einfach gucken, was sich ergibt. Weil es ergeben sich ja die Sachen tatsächlich relativ von alleine. Jetzt, klar, jetzt habe ich auch wieder dazugelernt. Da können wir was buddeln. Wir haben eine Schaufel gebaut. Neue Schaufelanimation. Noch nicht gesehen. Herrlich. 2 Branch und 2 Timber. Es sind bestimmt Sachen, die man so nicht finden könnte ohne diese Werkzeuge. Und da können wir uns tatsächlich jetzt ein paar Ores abbauen. Ein paar Erze. Mit einem einzigen Schlag. Torn Leather und Scrap. Torn Leather ist natürlich auch eine schöne Sache. Ich greife immer reflexartig zur Tastatur und will irgendwas drücken, um das Crafting-Menü zu öffnen, aber ist gar nicht nötig. Torn Leather. Ach nein, hier. War schon richtig. Sturdy Leather. Ach, da brauchen wir 2 Torn Leather. Okay, tragisch. Aber Torn Leather scheine ich auch nicht herstellen zu können. Da werden wir ein Ripped Bag für brauchen, denke ich mal. Das wird der erste Schritt sein. Und vielleicht können wir aus dem Resin auch so Leder herstellen? Nee, auf keinen Fall. Aus Resin bekommt man kein Leder. Aber der Punkt ist,
das funktioniert jetzt tatsächlich alles relativ gut. Es ist auch schon, ich meine, dass es nicht so sauber läuft, da muss man jetzt mit klarkommen. Muss ich tatsächlich sagen. Oh, jetzt hat der Shop geöffnet. Da gehen wir mal kurz hin. Man muss dazu sagen, Tsubumi hat mich auch schon ein paar Mal angesprochen und wollte irgendwas von mir. Und da gab es dann richtig Dialoge. Das passiert hin und wieder auch. Fand ich interessant, da hinten läuft es auch. Ich fand es cool, dass man selber auch angesprochen wird, anstatt dass sich die KI darauf verlässt, dass man selber sie anspricht. Ich fand es cool, dass sie mich angesprochen hat. Muss ich ehrlich sagen. So. Ich höre den Stimmen gerne zu, aber ich habe keine Ahnung, was sie sagt. Wahrscheinlich sagt sie, you in trouble or something. So. Oh, Friendship. Die Friendship wird hier angezeigt. Warum denn? Okay, dann ist sie jetzt ein datebarer Charakter. Ich weiß nicht, wohin das führt. Aber jedenfalls können wir hier die Sachen bei ihr einkaufen oder verkaufen. Wahrscheinlich könnte ich auch ein Taunt Leather... Oh, guck mal, Chip Pickaxe, Rotten Shovel, Fresh Cologne. A present that will alter a girl's stats. Trust Experience plus 10. Femininity Experience plus 10. Specials. Cold Medicine Cup Noodles. Battery Connector Electric Circuit. Emerald Citrin. Okay, aber du hast kein Sturdy Leather für mich, wa? Nee. Seltsam. Du hast komische Sachen. Kann ich dann irgendwas verkaufen, was ich vielleicht nicht brauche? Was ist ein Gauze? Was ist ein Gauze? Was ist denn das? Medical Grade Gauze made from cotton, perfect for treating injuries. Ach so, ein Verband. Effect heals injuries. Sie wird sich bestimmt irgendwann mal verletzen. Deshalb würde ich das nicht verkaufen. Aber hier sehen wir jetzt verdammt, was ich alles dabei habe. Ich habe alleine 10 Wildflowers, weil ich die ständig irgendwo rumliegen sehe. Und Capacity 27? Wie funktioniert denn das? Hier habe ich 10, da habe ich 23. Wahrscheinlich kommt es nur darauf an, wie viele verschiedene Sachen, nicht wahr? Aber kann ich denn nicht einen größeren Pouch kaufen? Das wäre mir eigentlich sehr wichtig. Ich meine, vielleicht später. Auf jeden Fall bringt es nichts, wenn ich jetzt 10 Wildflowers verkaufe. Oder wenn ich 5 Wildflowers verkaufe, weil ich dann immer noch Capacity 27 habe. Das hilft mir nicht. Empty Bottle, Empty Can. Weißt du was? Das kannst du haben. Aber es gibt meiner Meinung nach keine Währung. Also ich habe hier eine Rate von 1 und das hier kostet eine Rate von 100. So. Ihr versteht, ich müsste ihr 100 Flaschen geben, damit sie mir diesen Samen verkauft. Von daher, bis jetzt habe ich hier nichts gefunden, was ich mir irgendwie leisten konnte. Okay, Talk? Hale and hearty? Was soll das bedeuten? Achso, eben, mehr kann ich gar nicht machen. Okay, tschüss. Okay, alles klar. So, also, ihr seht, worauf das alles hinausläuft, denke ich mal. Ich finde es ja, ich will ja nicht lügen, ich finde es auch seltsam, ne? Also ihr braucht jetzt nicht zu denken, ist mein neues Lieblingsspiel. Ich finde es seltsam, aber ich war mega neugierig. Und ihr seht, ich habe jetzt fast eine Stunde gebraucht, euch zu erklären, worum es in dem Spiel geht. Und ich habe in der Zeit selber wieder neue Sachen gelernt, was interessant ist. Es ist ja cool, wenn man neue Sachen lernt. Von daher... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Als ich das Video angefangen habe, beziehungsweise als ich es vor ein paar Tagen das letzte Mal gespielt hatte, wusste ich überhaupt nicht, was ich als nächstes machen soll. Jetzt habe ich gemerkt, aha, die Rezepte schalten sich frei, wenn ich die richtigen Materialien habe und ich kann nachgucken, welche Materialien ich brauche. Das heißt, ich kann jetzt, wie verrückt, Materialien suchen und verkaufen, was ich nicht brauche. Oder irgendwo eine Kiste bauen und das Zeug da lagern. Das muss ich ja nicht bei mir haben. Also so ein zentrales Hub erstellen. Von daher, es ist jetzt, nachdem ich das Video gedreht habe, ist es für mich tatsächlich wieder interessanter geworden als vorher. Muss man einfach mal so sagen. Und dass alle Charaktere hochattraktiv sind, bitte sehr geschenkt. Und dass man auf der Webseite vom Hersteller noch ein unzensiert Patch runterladen kann, der sehr sexuell ausgerichtete Inhalte zum Spiel hinzufügt, Aktionen auch. Ja, bitte sehr. Wer es braucht, ich finde es tatsächlich jetzt, gerade auch weil es so entspannt ist, weil eigentlich nichts passieren kann, finde ich es eigentlich schon irgendwie ganz nett. In einer ruhigen Stunde werde ich das immer wieder mal rausholen. Das könnt ihr jetzt auch auslegen, wie ihr wollt.
und ihr werdet es wie immer falsch auslegen. In einer ruhigen Stunde kann ich mal rausholen. Ich finde es irgendwie ganz nett. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das einen gewissen Charme, auch wenn es nicht das große Gameplay, die große Gameplay-Offenbarung ist. Es ist doch mehr oder weniger etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und der Editor wird einfach dazu führen, dass ich immer wieder meinen Charakter erstelle, einfach nur aus Spaß, oder verschiedene Kleidungssets erstelle, weil es hier auch Orte gibt, an denen sich Tsubomi umziehen kann, wenn sie das möchte. Ich glaube, das kann unser Charakter auch. Also von daher, ja, geschenkt. Ich meine, geschenkt ist es nicht, kostet 60,22 €. Vielen Dank, dass ich es nicht bezahlen musste, liebe Patreon-Pestizide. Dafür ist es da, damit der Pesti schräge Sachen kaufen kann, um sie euch zu zeigen. Dieses Video wäre ohne Patreon wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch hat das auch etwas gefallen, wenn ihr seht, wohin euer Geld geht. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.